Björn Gottstein, herzlich willkommen hier zum Gespräch bei NMZ Media und NMZ. Wir wollen uns über die Ausgabe der Donaueschinger Musiktage 2020 heute unterhalten. Die Donaueschinger Musiktage sind das älteste und traditionsreichste Festival für neue Musik weltweit, habe ich auf der Homepage des SWR gelesen. 1921 wurden sie gegründet und sie stehen auch heute noch für alle neuen und experimentellen Formen auf dem Gebiet aktueller Musik und der Klangkunst. In den letzten Jahren sind immer bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher aufs Festival geströmt. Dieses Jahr regiert die Pandemie, die Covid-19-Pandemie, massiv ins Kulturleben hinein und das betrifft natürlich auch Donaueschingen. Von daher meine erste Frage, müssen wir amputierte Musiktage befürchten? Amputiert ist ein sehr brutales Wort, das würde ich nicht verwenden. Aber klar treffen die Einschränkungen, die wir derzeit erleben im öffentlichen Leben, auch die Umsetzung von Konzerten in Donaueschingen. Und es wird das Festival ganz sicher verkleinern auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen werden wir weniger Publikum ins Saal lassen können. Das heißt, es werden ja nicht die genannten 10.000 Besucher in Donaueschingen an dem Wochenende sein können, sondern deutlich weniger. Und einige der Konzerte werden wir auch nicht so umsetzen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat verschiedene Gründe. Manchmal sind die Ensembles, vor allem das Symphonieorchester, einfach zu groß, als dass unter den geltenden Abstandsregeln da noch eine sinnvolle Aufstellung auf der Bühne möglich ist. Und das andere ist, dass wir einfach nicht sicher sein können, ob alle auch die Reiserouten wirklich nehmen können, die sie nehmen müssten, um nach Donaueschingen zu kommen. Also vor allem, wenn jemand aus den USA einreist, müssen wir Stand jetzt sagen, das sieht nicht gut aus. Bevor wir vielleicht auf die Details kommen, wer kommen soll und vielleicht auch schon, wo man weiß, wer kommen kann. Mit amputiert habe ich gemeint, man muss nicht befürchten, dass das Festival ins Digitale abwandert. Nee, da haben wir jetzt großen Wert drauf gelegt, dass wir so viel vor Ort umsetzen wie möglich. Es ist so, das Digitale ist natürlich ein Ausspielweg für uns. Es ist eine Verbreitungsmöglichkeit. Das ist auch etwas, was wir schon immer genutzt haben und auch in diesem Jahr so extensiv wie möglich nutzen werden. Klar ist aber auch, dass das Donaueschinger Festival ein Betrieb ist, der von den Live-Veranstaltungen vor Ort lebt. Dass der Klang, das hat man vielleicht auch im letzten 4-5 Monaten ganz gut erleben können, dass der Klang sowas wie eine Aura hat, die man auch spürt, wenn man im gleichen Raum mit dem Klang anwesend ist. Und diese Aura herzustellen, das ist auch was, was wir uns in Donaueschingen sehr wünschen. Sie haben vorher von bis zu 10.000 Besuchern in den vergangenen Jahren gesprochen. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich erreicht, aus verschiedenen Gründen. Aber ab wann kann man denn Karten bestellen? Das Festival ist wie immer Mitte Oktober. Und ab wann kann ich denn jetzt sicher meine Karte bestellen? Also wir haben anvisiert, und das Datum werden wir auch so halten können, den 1.9. Das ist spät für die Menschen, die nach Donaueschingen reisen möchten. Andererseits brauchten wir einfach diese Zeit und werden die auch noch brauchen, um wirklich hieb- und stichfeste Pläne zu haben, wo auch Hygienekonzepte involviert sind, Bestuhlungspläne, die Laufwege der Musiker und so weiter. Also die kurze Antwort, erst am 1. September beginnt der Vorverkauf in diesem Jahr, dann werden wir auch das Programm veröffentlichen und dann hat man immerhin noch sechs Wochen Zeit, um sich auf die Reise in den Schwarzwald vorzubereiten. Jetzt sind wir natürlich in einem gewissen Vorlauf zum Festival. Wir wollen unsere Leser und unsere Zuseher sind neugierig. Das heißt, sie müssen uns schon ein bisschen was zum Programm schon vorab verraten, obwohl dieses Jahr zugegebenermaßen wahrscheinlich viele Unbekannte mit dabei sind. Ja, es sind Unbekannte dabei. Aber wir planen natürlich von den jetzigen Bedingungen aus. Also wir haben seit Ende Juni in Baden-Württemberg bestimmte Vorgaben für die Veranstaltung von Konzerten. Wie groß darf das sein? 500 Leute dürfen im Innenraum sein, wenn der Raum groß genug ist und so weiter. Und dann kann man anfangen zu überlegen, was geht. Genauso ist es mit den Reiserouten. Wir wissen, dass innerhalb der EU das Reisen eigentlich ohne Einschränkung möglich ist, sodass wir auch wissen, wenn wir Ensembles, Musiker, Komponisten aus der Europäischen Union haben, wir auch davon ausgehen, dass die kommen. Und so kann ich vielleicht ein bisschen was vorwegnehmen. Wir werden auf jeden Fall ein junges polnisches Ensemble haben, das Ensemble Quadrophonique aus Warschau. Zwei Klaviere, zwei Schlagzeuger, Elektronik.
Wir werden das Ensemble Manufaktur Aktuelle Musik aus Frankfurt, das Ensemble Musikfabrik aus Köln, das sind ohnehin unbeschwerte Reisewege sozusagen, haben. Und diese Sachen sind eigentlich nicht weiter gefährdet. Wir müssen das nur etwas anders konfigurieren sozusagen. Wenn ich jetzt ein bisschen ins Detail schon gehe, was die Planung angeht, es ist so, ich hatte in diesem Jahr einen Co-Kurator, Eckhard Ehlers. Eckhard Ehlers ist eigentlich Laptop-Musiker, kommt aus dem Bereich experimenteller Elektronik, hat lange mitgewirkt beim Label Mill Plateau in Frankfurt. Das war so ein bisschen die Geburtsstunde des Diskurs-Techno, wie man so schön sagte. Und ist jemand, der ein großes Faible hat für neue Musik, die Avantgarde und auch einen unglaublichen Respekt für die Partitur als, wie er sagt, Schwert und Waffe der Künstler. Und so haben wir in diesem Jahr eigentlich zwei Richtungen, die das Programm einschlägt, die beide auf den Q-Kurator zurückzuführen sind und die eigentlich sehr widersprüchlich sind. Das eine sind so ein bisschen vergessene alte Meister. Zum Beispiel haben wir einen Auftrag vergeben an Alexander Goehr, der englischer Komponist, damals zum Teil der legendären, zur legendären Manchester Group gehörte, zu der zum Beispiel auch Bert Whistle gehörte, aber der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und Goehr schreibt eben dieses Jahr ein Werk für Donaueschingen. Das ist vielleicht ein Beispiel für die Programmrichtung. Nigel Osborne schreibt ein Stück und so weiter. Die andere Richtung geht dann doch ein bisschen Richtung Popkultur. Wir haben zwei Einladungen ausgesprochen, über die ich mich sehr freue. Die eine ist an den Sänger der Gruppe Tokotronic, der selber als Sprecher auftritt in einem Werk von Iris Teschiphorst, für das er auch den Text geschrieben hat. Das ist ein Gedicht, das ist eine Art Nocturne und das wird auch als Nocturne von Iris Teschiphorst vertont. Und Dirk von Lozow spricht seinen Text dann als Teil des Werkes selbst in Donaueschingen. Das ist für mich eine der schönsten Fügungen, die wir gefunden haben in diesem Programm. Das ist auch eine wirklich sehr herzliche Künstlerfreundschaft geworden zwischen den beiden Beteiligten. Die andere Einladung, die man vielleicht auch ein bisschen auf das Kuratieren von Eckhard Ehlers zurückführen kann, ist die an Dietrich Dietrichsen, eine der großen Theoretiker, Musiktheoretiker in Deutschland, der aber eben all sein Wissen oder appliziert auf die Popkultur und dort eigentlich Wegweisendes geschrieben hat, auch die Zeitschrift Spex damals mitgegründet hat, die den deutschen Musikdiskurs auch mitgeprägt hat. Und wir haben ein Werk, in dem wir einen diskutierenden Musikwissenschaftler benötigen. Das ist ein Stück von Peter Ablinger, bei dem zwar das Ensemble eigentlich ablingereske Vivaldi-Verwandlungen spielt und außerdem ein sehr wild gewordenes Fagott noch über die Bühne geistert. Aber im Zentrum stehen doch zwei Musikwissenschaftler, die diskutieren über das, was sie hören, über Vivaldi, über die Konzertsituation. Und der eine von den beiden ist eben Dietrich Dietrichsen. Da freue ich mich sehr, dass er diese Rolle angenommen hat. Und ihm zur Seite steht dann Theresa Bayer, eine junge schweizerische Kollegin, Musikwissenschaftlerin, die sich auch ein bisschen in den Popgefilden auskennt, aber eben auch einen starken Hang zur neuen Musik hat und, glaube ich, ganz schön ihm dann als Gegenüber dienen kann. Theresa Bayer ist, glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere, eine Schulz-Preisträgerin. Die aktuelle. Ne? Die aktuelle. Richtig. Ja. Hm? Freut mich natürlich als NMZ-Redakteur ganz besonders. ja, früher hat man immer ein bisschen, oder wenn ich jetzt mal so etwas auch frech vielleicht sagen kann, früher hat man immer gesagt, zur neuen Musik braucht es Programmhefte. Scheinbar sind jetzt die Programmhefte oder die Programmheftdiskurse selber auf der Bühne. So kann man das ein bisschen sehen. Ich meine, wer die Werke von Peter Ablinger kennt und weiß, wie sehr er gerne in Frage stellt und auch extreme Situationen sucht, der versteht einfach auch, dass das, glaube ich, ihm ein inneres Bedürfnis gewesen ist, mal diesen Teil des Musiklebens auf die Bühne zu setzen und auf schon fast brachiale Weise zu exponieren. Ob das das Programmheft ersetzt, das weiß ich noch nicht. Mhm. Donaueschingen ist zum einen ja immer Abbild der neuen Musik, der Trends und der Strömungen und zum anderen setzen die jeweiligen künstlerischen Leiter auch Themen selber. Wie würden Sie diesen Schwerpunkt für 2020 sehen? Was setzen Sie oder was
nehmen Sie auf. Pop ja. nimmt man ja vielleicht eher auf als Strömung, als Diskurs. Also ich muss gestehen, dass ich, es ist so, ich setze kein Thema, ich gebe den Komponisten auch kein Thema vor. Wohl aber ergeben sich häufig sowas wie gemeinsame Themen oder sowas wie ein roter Faden im Programm. Ich muss gestehen, dadurch, dass die Planung so dermaßen von Äußerlichkeiten bestimmt war in den letzten Wochen und Monaten, haben diese Gespräche, die diesen roten Faden dann sich herausbilden lassen, noch gar nicht so sehr ergeben. Was ich aber doch sagen kann, und umso mehr ich über das diesjährige Festival nachdenke, umso klarer wird mir, dass bestimmte Aspekte, die ich gerade schon angedeutet habe, für mich sehr signifikant sind, nämlich wo kommen die Künstler her, welche Generation haben die, was für einen Hintergrund haben die. Also ich finde es zum Beispiel sehr angenehm zu spüren, dass der weiße europäische Mann nicht mehr der alleinige Protagonist in Donaueschingen ist. Dass wir mit Elaine Michener eine Solistin haben, deren Eltern in Jamaika geboren sind, die in England aufgewachsen ist. Dass wir mit Laure Hiendl einen Komponisten haben, der sein Geschlecht umgewandelt hat, der früher Martin Hiendl hieß. Dass wir mit Sacha Blondeau einen Komponisten haben, der früher eine Frau gewesen ist, nämlich Julia Blondeau. Also dass sozusagen die Geschlechterparitäten sich auflösen, dass wir jetzt drei Geschlechter haben. Wir haben mit Matana Roberts und George Lewis zwei schwarze Amerikaner im Programm als Komponisten. Ich muss sagen, das sind Aspekte, die mich persönlich mit sehr viel Freude erfüllen, zu sehen, dass diese, wie selbstverständlich diese Öffnung auch in der neuen Musik stattfinden kann. Uns wird ja oft ein bisschen vorgeworfen, wir sind so ein bisschen verbohrt und eigentlich eine Festung. Und ich muss sagen, in dem Moment, wo man den Diskurs öffnet und ohne, dass man das wirklich forcieren muss, ergeben sich diese Möglichkeiten und dann merkt man, dass es doch mehr in Bewegung ist, als man das manchmal wahrhaben möchte. Es ist sicher vieles im Fluss in Donaueschingen. Seit 2016 hat man ja auch ein neues Sinfonieorchester, das SWR-Sinfonieorchester. Ist es angekommen in der Gegenwartsmusik? Ja, also es ist in der Gegenwartsmusik angekommen. Natürlich war das ein schwieriger Prozess für alle Beteiligten, zu einem neuen Klangkörper zu kommen oder zu werden. Und sicherlich hat auch der neue Chefdirigent Theodor Kurenzis da positiv dran mitgewirkt. Und es ist ja auch schön, dass er dieses Jahr in Donaueschingen zu Gast sein soll. Ich sage das mit einem gewissen Fragezeichen, weil gerade das Orchester in Donaueschingen in diesem Jahr das ist, was uns am meisten beschäftigt im Moment. Und Kurenzis ist selbst jemand auch, der sich sehr um die zeitgenössische Musik kümmert und bemüht. Also er hat viele Kontakte in seine künstlerische Heimat nach Russland, aber auch sonst eigentlich ein sehr gutes Gespür für das Zeitgenössische. So ich das Gefühl habe, es spielt beim Orchester nach wie vor eine große Rolle. Und die Arbeitsphasen, die wir jetzt mit dem neuen Orchester in Donaueschingen hatten, muss ich sagen, waren sehr produktiv, sehr konstruktiv. Die standen unter einem sehr guten Stern, was auch das Wollen angeht und die Neugierde angeht. Das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass Theodor Kurenzis kommen soll, vorausgesetzt, das große Orchester darf spielen. Und musste natürlich schmunzeln, weil jeder sofort denkt, naja, jetzt geht man wegen der Kurenzis-Show nach Donaueschingen und nicht mehr wegen der neuen Musik. Aber meine Frage ist ja tatsächlich erstens mal, wer schreibt das Stück fürs Orchester oder welche Komponisten oder Komponistinnen? Und hat Herr Kurenzis da mitgewirkt auch? Oder ja. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Programme im Gespräch entstehen. Ja, also ich bin ja jetzt nicht sozusagen der autokratische Alleinherrscher, sondern bin als künstlerischer Leiter ständig im Gespräch. Und klar ist auch, man kann Künstler oder man sollte Künstler nicht zwingen, etwas zu spielen, was sie eigentlich ablehnen. Und so gab es natürlich auch mit Theodor Kurenzis Gespräche über das Konzertprogramm. Und es ist eigentlich ein sehr schönes Programm geworden, muss ich sagen. Also es gab auch einen Vorschlag von Kurenzis, auf den ich mich eingelassen habe. Das war Alexej Schumak aus Moskau, der mir vorher nicht in dem Maße geläufig war, der einen Auftrag bekommen hat. Marko Nikodijevic, auf den wir uns beide schnell einigen konnten. Und dann gibt es eben noch zwei ganz interessante Perspektiven in dem Konzert. Einmal, ich habe schon Matana Roberts erwähnt, eigentlich eine Jazzsängerin, eine Saxophonistin, die aber auch komponiert, viel experimentell vom
den Musikern verlangt, also auch mit grafischen Partituren arbeitet. Und das andere ist etwas, da haben wir sehr drum gerungen, ich freue mich darüber, das ist Mika Levy. Mika Levy war mal für einen Oscar als Filmmusikkomponistin nominiert und hat für zahlreiche Hollywood-Filme Musik geschrieben, hat eine unglaublich feine Farbe in der Orchesterbehandlung und schreibt natürlich sehr stimmungsvoll, eben kommt aus dem Filmmetier, aber doch von der Anmutung her ganz klar Avantgarde und neue Musik. Und das ist für mich eigentlich auch schon einer der Höhepunkte in diesem Jahr, dass Mika Levy dort aufgeführt wird. Ich möchte, wenn wir von diesem Jahr sprechen wir jetzt hauptsächlich, aber ich möchte trotzdem einen Blick in die Zukunft werfen, vor allem, weil Sie ja auch beim letzten Interview gesagt haben, wir wissen schon, wo vorne ist, also wo die Avantgarde ist, wo es weitergeht. Und wie geht es denn 2021 weiter? Das frage ich vor allem deshalb, weil da ist das 100-jährige Jubiläum der Donaueschinger Musiktage. Die haben eine ganz besondere Geschichte, sind ja mit als Rundfunkfestival entstanden. Und manche haben schon befürchtet, es wird auch ein Rundfunkfestival wegen Corona, aber hoffen wir, dass bis dahin wieder ein normaler Spielbetrieb ist. Aber was gibt es für eine ganz große Skizze schon für dieses doch besondere Event? Also es ist klar, dass es eigentlich unmöglich ist, 100 Jahre Donaueschingen zu feiern. Weil es ist ein Widerspruch in sich. Ja, eigentlich schaut man in die Zukunft, wie will man da gleichzeitig zurückschauen? Man hat nur eine Richtung, in die man blicken kann. Gleichzeitig kommt man nicht umhin, zurückzublicken und auch vielleicht ein Resümee zu ziehen oder doch vielleicht auch ein bisschen stolz zu sein auf das, was erreicht worden ist. Jetzt nicht nur in Donaueschingen, sondern insgesamt in der neuen Musik. Und so muss ich sagen, sind die Projekte, die wir haben, auch, die zeigen in beide Richtungen. Also es ist wirklich eine Art janusköpfiges Festival geworden. Wir haben zum einen ein besonderes Konzert- und Forschungsprojekt, das neue Musik aus dem globalen Süden betrifft. Sprich, da gibt es 4 Researcher, die in Regionen reisen, von denen wir nicht so genau wissen, ob es da neue musikähnliche Sachen gibt, wo wir vielleicht nicht so gut vernetzt sind, die keine Hochschulen haben, die keine Ensembles für neue Musik haben und trotzdem aber vielleicht musikalisch experimentieren. Das ist etwas, was in der Öffnung zum globalen Süden hin, in der ästhetischen Öffnung, die dort stattfindet, sicherlich nach vorne schaut. Wenn wir dann die Wiederaufführung eines Werkes wie Poésie pour Pouvoir von Boulez ermöglichen in Donaueschingen, was zusammen mit dem Lucerne Festival im Moment geplant ist, wenn wir eine Ausstellung konzipieren, die auf das Gewesene und auch auf das Nicht-Gewesene, das soll auch in der Ausstellung zur Sprache kommen, die Desiderate und andere Leerstellen, dann ist das natürlich der Blick zurück. Und ich muss sagen, es macht eine unglaubliche Freude, diesen doppelten Blick zu gestalten. Und ich habe vorhin gesagt, ich gebe den Komponisten kein Thema an die Hand. Es ist das einzige Jahr, in dem ich den Komponisten doch ein Thema an die Hand gegeben habe, nämlich das Unfertige, den Torso, das Bruchstück, das Essay und nicht die Vollendung, das Meisterwerk und dieses. Also eben auch ein bisschen im Widerspruch zu diesem massiven 100 Jahren, die man da sozusagen in Granit gemeißelt oder in Marmor gemeißelt, hoffen wir mal, zu sehen bekommt, dann doch auch eben immer noch die Öffnung zu ermöglichen. Freude am Gestalten. Als ich mich für das Gespräch vorbereitet habe, habe ich gedacht, das ist vielleicht für Sie die Corona-Pandemie, vielleicht auch für Sie die, wie kann man das sagen, die größte berufliche Herausforderung in dieser, zumindest in dieser Phase der Leitung der Festtage, ne? Ja. Musiktage. Es ist in der Tat eine riesen Herausforderung. Zum einen, man trägt sehr viel Verantwortung. Also ich muss sagen, ich bin natürlich dankbar, dass es Politiker gibt, die Entscheidungen für uns treffen. Diese Entscheidungen könnten wir nicht treffen. Ja? Und mit diesen Entscheidungen können wir dann wiederum sehen, was können wir dann unter diesen Bedingungen umsetzen. Aber klar, man trägt eine Verantwortung. Man muss kreativ sein, man trägt ja eine Verantwortung für die Gesundheit aller Anwesenden, aber man trägt natürlich auch eine Verantwortung für die Künstler. Die Künstler wollen spielen, die Künstler müssen sich zeigen, die Künstler müssen, das ist jetzt vielleicht etwas prosaisch ausgedrückt, aber am Ende des Tages auch Geld verdienen. Das waren auch Dinge, die in den letzten Monaten nicht unbedingt immer möglich waren. Und überhaupt den Konzertbetrieb wieder in Gang zu setzen, ist was unglaublich Schönes. Ich war im Oberschwäbischen auf einem kleinen Konzert, 35 Leute durften in den Saal letztes Wochenende mit experimenteller elektronischer Musik und da ist mir aufgefallen, wie lange ich nicht geklatscht habe. Und allein das schöne Gefühl, diese beiden Hände aufeinander zu setzen,
hat so viel Dankbarkeit ausgelöst. Ich hoffe, dass wir das in Donaueschingen fortsetzen. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen, Herausforderung, ja, sicherlich die größte Herausforderung. Mhm. Gibt es auch was Positives, was man aus Covid-19 mitnehmen kann? Also oder? Es ist eine fürchterliche Krankheit. Ich kann sagen, ja, man sucht nach Lösungen gemeinsam. Das ist das schöne Gefühl, was entsteht. Ja, ansonsten kann man da nicht zelebrieren, was Corona und Covid-19 angeht. Das ist auch ein großes Trotzdem, sonst würden wir auch nicht hier sitzen und die Pläne sind schon weit gediehen, wie ich sehe. Vielleicht noch mal eine allgemeine Frage zum Gegenende unseres Gesprächs. Wie schätzen Sie das ein mit Ihrer Erfahrung? Welche langfristigen Folgen kann so eine Krise für die Entwicklung der neuen Musik haben? Insbesondere eben der Gegenwartsmusik oder neuen Musik. Also ich habe vorgestern gelesen, dass die Zeitschrift Specs eingestellt wird aufgrund der Corona-Pandemie. Das hat mich total getroffen, weil man will gar nicht den Zusammenhang eigentlich sehen zwischen der Viruserkrankung und der Existenz einer Musikzeitschrift. Vielleicht kann man der neuen Musik zwei Dinge zugutehalten. Das eine ist, dass wir dadurch, dass wir sehr stark durch öffentliche Gelder finanziert werden, und die doch eben relativ krisenfest sind, wir eine gewisse Stabilität in der neuen Musik haben. Die andere ist, dass da, wo nicht so viele öffentliche Gelder fließen, doch auch ein hoher Teil an, ich würde mal sagen, Aufopferungswilligkeit da ist. Und Leute das machen aus purer Liebe zur Musik. Und das sozusagen dann auch nicht immer darauf angewiesen ist, dass etwas umgesetzt wird oder dass da irgendwelche Marktmechanismen wirksam sind. Ich habe das Gefühl, wir kommen da ganz gut raus. Ich weiß nicht, ob ich die in den letzten Monaten entwickelten Corona-Konzertformate noch jemals brauchen werde. Ich hoffe es ein bisschen nicht, das ist meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, wir werden das überleben und dann, ich muss sagen, wir sind ein sehr langsamer Bereich des Kulturlebens. Die Musik insgesamt und die neue Musik ganz besonders. Wir reflektieren in wirklich mehrjährigen Zyklen. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann nochmal sich einen ästhetischen Niederschlag finden wird. Aber der ist dann sicherlich erst in ein paar Jahren zu erwarten und nicht als spontane Aktion, als Antwort auf. Gerade was den normalen Konzertbetrieb, sage ich jetzt, also die großen Konzerthäuser mit ihren Stars und reisenden Künstlern, Orchestern, Dirigenten und so weiter angeht, da hat man eigentlich schon Befürchtungen, geht das alles auf dem gleichen Stand weiter wie vorher. Das war ja ein Lockdown, auch ein künstlerischer Lockdown, jetzt wird wieder hochgefahren. Mhm. Aber die Befürchtung ist ja die, dass man nicht einfach wieder hochfährt auf den Stand wie vorher, sondern dass man drunter bleibt, dass vielleicht auch die Gelder nicht mehr so sprießen, dass alles nicht mehr so in Schwung kommen. Vielleicht ist auch das Publikum anders nachher, wir wissen es nicht. Also ich muss sagen, die Befürchtung teile ich nicht in dem gleichen Maße, wie Sie das jetzt schildern. Natürlich wird man dann, wenn man merkt, dass es da Hilfe braucht, auch Hilfestellung leisten. Das ist ja klar. Auch die neue Musik ist eine Solidargemeinschaft, sogar eine sehr schöne Solidargemeinschaft, wie ich finde. Und da wird jetzt nicht jeder nur schauen, dass er sein eigenes Festival oder was auch immer er zu verlieren hat, schützt, sondern da werden wir sicherlich einen gemeinsamen Weg gehen. Ich muss aber auch sagen, die Gespräche, die ich mit Politikern hatte in den letzten Wochen, also ich nenne da gerne auch Petra Olschowski, die Kulturstaatssekretärin in Baden-Württemberg, die waren sehr konstruktiv und positiv. Da gab es jetzt nicht das Gefühl, dass man vielleicht denken könnte, dass man langfristig da irgendwas einspart oder wegrationalisiert. Die Signale habe ich nicht bekommen. Vielleicht bin ich deswegen auch nicht so ängstlich, aber wie gesagt, das müssen wir schauen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Zum Abschluss möchte ich und muss ich natürlich noch auf eine Personalie zu sprechen kommen. Im April 2019 haben wir gemeldet in der Neuen Musikzeitung, der Musikexperte Björn Gottstein bleibt künstlerischer Leiter der Donaueschinger Musiktage. Sein Vertrag wurde um weitere 5 Jahre bis 2025 verlängert. 8 Monate später, an gleicher Stelle, www.nmz.de, stand folgendes: Die Ernst von Siemens Musikstiftung freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass Björn Gottstein zum 1. Januar 2022 Sekretär des Kuratoriums wird. Überraschend. Ja, tatsächlich ein bisschen überraschend. Ich muss sagen, wahrscheinlich für alle Beteiligten überraschend. Also
sagen wir so, dass ich den Vertrag verlängert habe, das war an der Zeit, denn ich musste zu dem Zeitpunkt über das Jahr 2021 hinaus meine Planung beginnen. Deswegen war das jetzt nicht ungewöhnlich, dass wir damals dieses Gespräch gesucht haben. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich eben noch nicht absehen, welche beruflichen Perspektiven sich noch auftun. Es war ohnehin immer abgesprochen, dass meine Zeit in Donaueschingen befristet ist. Es stimmt schon, sie endet jetzt früher als ursprünglich geplant. Ich hätte 10 Festivalausgaben begleiten sollen. Es sind dann am Ende werden nur 7 gewesen sein. Und ich darf vielleicht dazu sagen, ich habe auch das Gefühl, das genügt. Es waren davor 2 Jahre Eklat-Festival, 7 Jahre Donaueschingen. Dann hat man ungefähr seine Dekade an künstlerischer Leitung gehabt. Und ich finde dann auch gut, wenn dann jemand anders kommt und das weitermacht. Und für mich persönlich ist die neue Herausforderung, die ich dann hier in München haben werde, einfach auch eine große Freude, muss ich sagen. Also ich kann dann ganz anders agieren, als ich das bislang getan habe. Ganz andere Arbeitsabläufe, eine ganz andere Verantwortung, die man trägt. Sicherlich keine geringere. Und ich habe mich extrem gefreut, dass die Ernst von Siemens Musikstiftung sich entschieden hat, mich zum Nachfolger von Michael Rosnagel zu ernennen. Die NMZ gratuliert und fragt natürlich aber noch, wie geht es denn in Donaueschingen weiter? Selbst wenn es schon einen Nachfolger gibt, werden Sie den wahrscheinlich noch nicht nennen dürfen. Aber was ist denn so angedacht? Kommt jemand aus dem Haus? Kommt jemand Externes? Gibt es vielleicht sogar die berühmte Doppelspitze, die heute so modern ist? Also, Sie werden verstehen, dass ich mich aus diesem Prozess auch weitgehend rausgehalten habe, weil es einfach kein guter Stil ist, wenn man als aktueller Leiter versucht, seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin da zu installieren. Gleichwohl habe ich natürlich Gespräche geführt im Haus und auch mit Institutionen außerhalb des Hauses über Notwendigkeiten, die ich sehe. Derzeit läuft die Ausschreibung. Die Stelle ist ausgeschrieben vom SWR. Also jeder kann sich bewerben. Und die Frage ist natürlich dann, bewirbt sich jemand als Doppelspitze? Ich glaube, das wäre sozusagen, müsste Initiative der Kandidaten sein, das zu tun. Ansonsten kann ich da ganz wenig zu sagen, weil ich in den Prozess nicht weiter eingebunden bin. Trotzdem vielen Dank. Toi, toi, toi fürs Festival 2020. Und wir hoffen, dass Covid-19 nicht so viele Striche durch die Rechnung macht, sondern dass es wie geplant doch als auch dieses Jahr sehr ambitioniertes Festival über die Bühne gehen wird. Und wir sind dabei. Vielen Dank, Björn Gottstein. Ja, vielen Dank für das Gespräch.